Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Diablo 3 Season 8. Ja, ich habe ihn nicht besiegt, er one-hittet mich immer am Schluss. Also, ich habe ihn jetzt nur noch dieses Mal, wo ich ja schon drin war, noch versucht. Also, ich will einfach jetzt Gas geben, sonst hat dann plötzlich wieder das Spiel die Meinung, es mussten die Server restarten oder sonst irgendwas. Das wäre heftigst, hä? Also, da haben wir einen Goblin. Natürlich zum Goblin, niemand anders. Ja, die Erz-Ding. Die Uran haben wir nicht gehabt. So. Also an der Kugel habe ich es gesehen, aber an den Uranen habe ich es nicht gesehen. Also, das war nur der Tempel. Ah, der muss nach zuerst besiegen. Ich wollte eigentlich ins Portal direkt. Tschüss. Ah ja, das sind die. Die gibt es wirklich nur hier, glaube ich. Lol? Das habe ich ja nie gehabt. Also ich war hier den sicher Äonen nicht mehr. Deshalb kenne ich das gar nicht so richtig hier. Das ist halt auch immer, die Let's Player haben zu wenig Zeit, um alles zu machen natürlich, und dann wissen sie auch nicht mehr ganz alles. Also ich habe schon viele gesehen, auch die besten YouTuber kennen nicht mehr alles. Das ist nun mal so. Let's Player sind meistens keine Suchtis, also die Livestreamer, die sind natürlich dagegen mega Suchtis. Ja, und dann wissen sie halt das nicht. Danke, hey. Wenn ich jetzt wieder abgebrochen wäre. Ich bin verletzt. Ja, und ich habe einen Heiltrank. War mega knapp gewesen wegen der Reflexion, aber auch nur wegen der Reflexion. So, ich ignoriere Reflexion eigentlich immer wieder. Ich sollte sie nicht ignorieren, wenn ich so stark bin. Also muss ich doch noch ein paar aufnehmen, wenn jetzt... Ja, okay. Jetzt haben wir erst anfangs dritte Part von dieser Aufnahmesession. Das wäre jetzt ungefähr der vierte, hatte ich den fünften, ja, ich weiß jetzt nicht mehr. Der achte Part eventuell. Oder der siebte Part könnte das hier sein. Aber ich habe halt auch ein bisschen durcheinander, wenn ich so viele Let's Plays mache. Kenne ich die Partnummer manchmal nicht. Aber ich bin einfach so extrem ja, froh über, dass es mir so gut geht, dass ich einfach euch das teilen will. Das Let's Play einfach mit euch teilen will. Also vor allem das Spielen einfach, und es ist egal wie viel zuschauen, also ich zwinge ja niemanden mich zuzuschauen, aber ich spiele halt einfach anders als die anderen Leute. Und wenn ihr das gerne mögt, dürft ihr natürlich sehr gerne mich lieber haben als Sojourn. Also ich würde mich freuen, weil ich bin ja einer, der gut mit Abonnenten umgehen kann und nicht dann einfach nichts macht, wenn Abonnenten etwas wollen. Jo, meine Hiebe vernichten euch.
Wir müssen zweite Ebene gehen. Okay. Ich kann das was gar nicht lesen. So war so ein klein. Bin relativ weit vom Bildschirm weg. Deshalb ist es so klein bei mir. Es ist scheinbar schon sehr weit. Im Gegensatz zu den anderen Zocker. Vulkatos lächelt auf mich herab. Und der Bildschirm ist auch recht groß mit 27 Zoll, also natürlich nicht High-End, aber so, dass ich einfach nicht die Ecken sehe. Ich sehe den Bildschirm, die Bildschirmmitte sehr gut, aber genau die Ecken sehe ich nicht mehr. LOL! Wir haben noch dieses... Scheiße! Noch nicht bereit. Mano, bin ich ein Glücksmensch. In diesem Let's Play bin ich ja wirklich der Glücks... Mann. Nochmal so einen. Heftigst. Ich kann nicht mehr tragen. Wie viel Glück habe ich jetzt plötzlich? Scheiße, können wir hier zurück dann? Ich denke schon. So, also wir brauchen zwei Hand. Das Schicksal ist euch heute hold. Vergesst nicht, dass sich das Glück stets wandelt. Oh, das kann ich mir nicht da haben wir noch etwas 15. Kann ich jetzt zurückhaben? Ist halt nicht uralt. Aber Messerschmitts Rebe ist eigentlich immer ein sehr gutes Halten. So. Also, da haben wir nochmals eine Juwelenvorlage. Gut. Ist ja heftigst, hä? Vielleicht finden wir eine Ramaldinsgabe. Könnte auch sein. Dass wir jetzt den finden. Wir müssen einmal hier drin gewesen sein, glaube ich. Meine Hiebe vernichten euch. Noch eine! Noch eine! Das ist ja heftigst! Heftigst vom heftigst! Shit! Jetzt haben wir wieder zu wenig Blut. Splitze dann. Das ist ja das heftigste, was ich je erlebt habe. So viel Glück hatte ich noch nie in Diablo. Noch nie, sogar in Diablo 2, dass ich 10, 20 Jahre gespielt habe. Also 10 bis 20, also. Das kann auch 11 oder 13 Jahre gewesen sein. Ja, und ich habe sowas von Glück. Dankeschön, meine lieben Zuschauer, dass ihr mir so viel Glück gebt. Dafür ist meine Stimme wieder ein bisschen schleimig. So. Was gibst du mir? Du tötest mich wahrscheinlich eventuell. Ich tue jetzt ein bisschen defensiver sein, hä? Der macht schon viel Schaden. Okay, mit Wirbelwind, Baba, scheint es ein bisschen einfacher zu sein. Was machst denn du? Du triffst mich ja überhaupt nicht. Noch nicht da, auf ihn gehen. Ich bin geheilt. Komm ich bitte. Nein! Kann ich leider nicht tun. Hey, übertreib's nicht. Jetzt übertreibt er. Boah, jetzt... Hey, ich konnte nichts mehr machen. Ja, und ich muss natürlich wieder dorthin. Es musste hier gewesen sein. Jetzt muss ich alles wieder dorthin. Weil diese... Weil Blizzard einfach blöd ist. Heieiei. Blizzard macht einfach alles immer falsch. Ich verstehe nicht. Also eventuell werde ich es noch mehr
brauchen mehr Zeit. Dinge. Also, ich werde wahrscheinlich sagen, ich werde Warcraft nicht spielen. Weil es ist schon recht viel Festteil. Weil wenn Blizzard wirklich dort auch so viele schlechte Sachen eingebaut hat, muss ich da schauen. Ich habe nämlich schon gesehen, ich habe ja gespielt, einen Monat habe ich gespielt mit 4 Addons. Oder nein, es war 3 Addons. Und ich sah auch ein paar Kritikpunkte, die ich sofort überarbeiten würde. Aber im Blizzard macht es eben nicht. Tja. Nun gut, ja, ich bin ja nicht einer, der so böse zu entwickeln ist, aber manchmal muss man einfach böse sein, oder? Die Welt ist zu wenig böse auf die Mitmenschen, wenn sie negativ sind. Und ich habe einfach gelernt, ich muss meine Kritik freien Lauf lassen. Ich muss sagen, Blizzard macht es nicht gut. Auch wenn jetzt wieder ein paar Leute wahrscheinlich stinkig sind, aber... Tja, ich bin nun mal so. Ich bin genau das Richtige. Und wenn ihr das halt nicht wollt, dann ja, dürft ihr mich auch gerne deabonnieren, wenn ich mich nicht mögt, sozusagen. Das ist es einfach das Wichtigste. Wenn Leute nicht zufrieden mit mir sind, will ich nicht die Kritik haben. Ich will schon die Kritik haben, aber die müsst ihr einfach auch machen. Und sachliche Kritik. Nicht dekonstruktive. Also scheinbar haben wir das Portal jetzt nicht mehr. Seit wann ist das so? Ich konnte immer wieder in die Portale rein. Ich bin vor dem Portal doch immer wieder gespawnt. Jetzt wurde das geändert? Wann denn? Ich werde stärker. Aber du musst dich zuerst runter. Könnte schon sein. Ich weiß es nicht. Ich habe es einfach nicht gemerkt. Ja, ich muss zuerst runter. Also. Also das Portal ist scheinbar wieder offen. Dann kann ich auch die vergessenen Szenen mitnehmen. Und jetzt bitte hier spawnen. Ey. Das regt auf. Das ist unglaublich. Aber wieso schaut Blizzard immer nur aufs Geld? Wenn sie nur ein bisschen auf den Spielspaß, dann würden sie diese vielen Wege hier nicht machen. Aber wieso ist der Boss dann immer so stark? Der kann immer alle one-hitten. Der hat sogar auf T13 manchmal meine Profi-Clan-Leute immer wieder one-hittet. Das ist einfach unmöglich. Die Leute zocken alle in diesem Clan mit unbesiegbaren Gegnern. Das geht noch nicht. Ich muss irgendwie diesen Angriff voraussehen. Die kann ich schon voraussehen. Ja, sicher, du triffst mich so. Du hast mich nicht getroffen, Schnaps gesoffen. Ich brauche mehr Zeit. Ich bin verletzt. Ja, und so kannst du natürlich sofort angreifen, hä? Ich brauche ja, sicher. Übertreib's doch. Du Schmutzfink. Endlich. Aber dieses Überspringen, 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 Angreifen, Lassen. Oh Mann, oh. Dieses Spiel, es nervt. Ständig, oh ja, ich muss gestunt werden. Ich darf ja nicht bei seinem Tod lebendig sein. Ja, ich muss gestunt werden. Ständig gestunt werden. Immer wieder gestunt werden. Ah, nochmals gestunt werden. Ständig gestunt werden. Das Spiel regt manchmal schon extremst auf, hä? Ich muss zurückkehren. Kann ich jetzt nicht einfach mehr wieder dorthin? Muss ich natürlich wieder... Ja. Ey, es ist einfach böse gemacht.
Ständig muss ich laufen, 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 laufen. Wieso ist das Spiel so böse? Ah, Kimbos Gold. Aber sehr schwach. Ich hätte es gebraucht, wenn es stark wäre. Ah, ein Erdeset. Teil. So, Gabelsammlers haben wir auch gefunden. Prima. Ja, das findet man immer als erstes. Wenn man im ersten Ding ist. Goblin-Portal, wie jetzt hier. Also jetzt dürfen wir wieder dorthin laufen, hä? Das macht Spaß, ja? Das macht gigantisch viel Spaß. Nicht! Alles ist möglich. Bis bald. Das kann ich mir nicht leisten. Ja, und du gibst mir nie was. Frechheit. Die Katala sollte man feuern. Mit seinem tollen Blizzard-Mitarbeiter. Tja, jetzt muss ich natürlich wieder. Oder kann ich nicht raus? Ich kann doch raus hier. Ah, du bist zu! Ja! Da musste man natürlich das Tor zumachen. Stimmt ja, das ist ja Blizzard. Manchmal bin ich wirklich ein bisschen genervt über dieses Blizzard, aber ja, wir müssen es natürlich nicht ernst nehmen. Es ist schon klar, dass Blizzard nicht viel gut macht, aber ja, ich hate ein bisschen zu viel manchmal. Aber das ist eben normaler Hate, das ist nicht böser Hate. Das ist ganz, ganz normale Kritik. Kein, ja, nicht viel Hate. Also viel zu wenig Hate für die anderen. Jo, jetzt müssen wir noch ein paar Quests machen in diesem Part, sonst kommen wir da nie fertig. Wo geht's hier entlang? Einfach nur ringsum. Ah ja, hat sich doch gelohnt. Immerhin eine Truhe, auch wenn die nie richtig etwas geben. Schudeli. Da haben wir auch noch irgendwas. Die Glyphonhalle, das ist doch etwas gut. Ja, das ist diese. Die machen wir kurz. Der wahre Sohn des Wolfes, ja, stimmt. Gut. Machen wir das. Da ist so selten diese Quest. Die Blutlinie von Rakkes kehrt auf den Thron von Westmark zurück. Und damit meint ihr euch? Meine Großmutter war die Tochter Corellans. Er hat sich jedoch nie zu ihr bekannt, da nicht die Königin ihre Mutter war, sondern eine Kurtisane. Mit der Unterstützung der Bauern werde ich die Westmark zu einem friedvollen, gerechten Ort machen. Der Faulenzerei der Wohlhabenden wird ein Ende gesetzt. Natürlich wird es ein wenig Blutvergießen geben. Wir müssen schließlich ein Exempel statuieren, unseren Machtanspruch stärken. Doch das ist nur ein kleiner Preis. Ihr habt euren König verraten, während die Stadt litt. Und nun glaubt ihr Lump, dass die Menschen euch folgen werden? Mein gesamtes Leben habe ich mich auf diesen Tag vorbereitet. Eventuell würde ich ihm sogar noch helfen, aber... Naja, es ist halt immer alles negativ in Diablo. Es darf ja nichts Positives sein. Der hat wenigstens diesen Reichtum mal entgegengesetzt. Doch etwas Tolles. Ach, diese ständigen bosen Schützer. Was ist denn das für ein Feigling? Das ist sicher ein Dämon, deshalb. Deshalb ist er so negativ gewesen. Gut, er ist gestorben ohne mich. Gut. Mir ist bewusst geworden, dass meine persönlichen Gefühle nicht von Bedeutung sind. Mein Volk stirbt und es braucht seinen König. Unser Widerstand beginnt heute. Und ausgerechnet Lord Winton hat uns die Mittel dazu gegeben.
Diese Seelenernter werden Westmark nicht bekommen. Das schwöre ich bei meinem Leben. Er betreibt ein bisschen. Exempel studieren, was sind das für eine Sprache? Der großen, mächtigen Adelsmänner, oder was? Ja, die schönes Portal, aber ich gehe nie mehr ein zweites oder drittes Mal rein. Hey. Nur alle besiegen. Aber diese Sackgassen regt mich schon immer auf. Ja, jetzt nimm doch das Aufzugbus. Mensch. Und hier ist nichts mehr. Drei verbleibende Gegner. Und immer ständig geht dieses Portal auf. Das regt mich auch einfach auf. So. Kommen wir endlich auch wieder ein bisschen weiter und Paragon Portrait. Cool. Ein neues Paragon Portrait. Also alleine spielen ist manches viel zu nervig. Zum Beispiel eben hier alle den Kopfgelder zu machen. Nervt. Das ist da, zu viert ist das so gut machbar. Aber als einziger ist es mega schwer. Ich wette, Blizzard hat dann wieder Serverprobleme zu und fliege raus. Und ich werde sogar noch quitten. Hey. Nämlich ständig diese noch nicht bereit. Seelensauger. Ich weiß jetzt nicht, wie sie heißen. Da. Maltese Schatten. Okay. Aber das ist nur ein Maltese Schatten gewesen. Die anderen meine ich. Die halt eben diese Sachen beschwören. Nur beschwören. Zurück in die Hölle, Hund. Wie weit willst du mich noch nerven? Und wo ist der andere, der gesagt hat, gesprochen hat? Wo ist er? Ich danke euch, dass ihr meinen Wachen geholfen habt. Ihr seid eine wahre Heldin. Lasst uns jetzt auf. Begleitet Flüchtlinge zum Tor, stimmt. Das ist diese Quest. Wartet! Niemand! Das geht ja sicher, tötet doch nicht alle. Ihr seid solche Feiglinge. Die Bösen sind immer die Feiglinge. Akkarat, sei Dank, dass ihr hier seid. Ey nein, das ist neu tot. Wie frech ist denn das? Okay, dann schaffen wir eventuell noch das in diesem Part. Dann haben wir das letzte Kopfgeld im nächsten Part. Hä? Und mein Speicherplatz ist bald voll, weil Freps natürlich immer so gigantische Videos macht. Okay. Was? Leorix Gern? Habe ich das schon mal gesehen? Ich weiß es nicht. Die Vorfahren sind mir Holz.
Pfeifen. Das war ein würdig. Die Fleischschamanen wurden aus dem Blut der Adria erschaffen. Aus diesem Grund können die Schamanen die Adria auch Magie einsetzen, die die Macht von Blut und Feuer kanalisieren. What? Wie ganz weich. Natürlich wird das nie angezeigt, erst jetzt kommt's wieder. Aber ja. Ja, der Part ist noch relativ früh. Meine Hiebe vernichten euch. Wo geht's also hier hin? Hä? Diese Truhe mache ich jetzt mal nicht. Wenn kein Auftrag ist, lohnt sich die Truhe sowieso nicht. Euer Fleisch ist schwach. Also mir macht Diablo irgendwie mehr Spaß als Path of Exile, wenn es halt der Path of Exile nicht gut geht. Aber nur wenn es nicht gut geht natürlich. Meine Hiebe vernichten euch. Ja, wow. So, wo muss ich hier durch? Oben durch? Ich gehe mal unten durch. Die Vorfahren gewähren mir Stärke. Erbarmungsloses ist die nächste. Höllisch ist doch besser. Okay, ich muss oben durch. Wenn es hier schon rüber geht, oh. Nervensägen 100 plus. Du. Noch nicht bereit. Wie verwehen das hier ist. Die Golems hat Adria aus den Blutmarschen geschaffen. Ihre Körper wurden aus den Wassern und der Erde des Marschlands selbst geformt. Das Leben wurde ihnen mit dem Gift der Kreaturen dort eingehaucht. In ihnen schwert eine grüne Pest. Ihre Haut zu platzen droht. Aber wenn wir ganz normale Novolems sind. Dann haben wir doch eigentlich niemals so gute Kräfte, die oder? Vorfahren sind mir Holz. Ah, das ist das. Sagt mir doch das. Also ist die Kräfte doch niemals so hoch. Sind ja immerhin nur Novolems. Sind ja keine Götter. Und man kann sogar Götter töten. Irgendwie ist das weg, komisch. Ja, die anderen in den Vorgängen sind ja auch Novolems gewesen, aber die haben immerhin irgendwas Tragisches gehabt und hier, die Helden hier haben gar nichts. Das geht noch nicht. Es ist nun mal, Diablo 3 ist halt nicht perfekt, es hat viele Ecken. Und das ist... Und auch ein bisschen gerecht. Ich muss zurückkehren. Ich bin ja nie einer, der sehr ungerecht ist. Nur weil ich jetzt zum Beispiel ein Spiel sehr mag, bin ich nie so richtig Fan bei. Gut gemacht. Weil ich muss ja auch die Ecken und Kanten finden. Was andere machen. Andere spielen PTR und machen überhaupt nichts. Ich bin einer, der schaut die Probleme halt an. Ich kann es mir halt nicht den Entwicklern gut sagen, aber immerhin kann ich es weitergeben an euch. Welch eine tapfere Seele. Boah. Habe ich noch nie gesehen, der Höllenjäger. So, ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part. Tschüss!